Ja, was soll ich sagen? Mittlerweile kommt man sogar wissenschaftlich zu dem Ergebnis, dass die Angebote von Funk der letzte Scheiß sind. Wie lange hat es gedauert? 10 Jahre oder so? Nee, nicht ganz. Ich lese gerade, am 1. Oktober 2016 ist diese Abscheulichkeit ins Leben gerufen worden. Jedenfalls ist nicht nur bemerkenswert, dass man jetzt wissenschaftlich zum Ergebnis kommt, dass es sich dabei um Schund handelt. Es ist nämlich sogar so, dass dort politisch korrekte Wissenschaftler zum Ergebnis kommen, dass Funk Schund ist. Dahinter steckt nämlich die Otto Brenner Stiftung. Und alles, was ihr über die Otto Brenner Stiftung wissen müsst, ist folgendes. Reik Anders, ja, der Reik Anders, der von Funk ehemals, ist Otto Brenner Preisträger. Das diskreditiert im Grunde genommen direkt den gesamten Verein. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt Funk-Fan sein, aber das würde ich dann gegebenenfalls am Ende des Artikels nochmal bewerten. Wissenschaftliche Studie kritisiert Angebote von Funk. 45 Millionen Euro pro Jahr für Pseudo-Journalismus. Allein 45 Millionen Euro werden ARD und ZDF in diesem Jahr für die Online-Formate unter der Marke Funk verausgaben. Gestartet ist das Projekt bereits im Jahr 2016 mit dem ausdrücklichen Ziel, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch für 14- bis 29-Jährige attraktiv zu machen. Eine wissenschaftliche Studie zeigt nun, wie das gelingt. Durch weitgehenden Verzicht auf politische Informationen und durch eine subjektive Form des Journalismus. Das sind jedenfalls die Ergebnisse, zu denen der Medienwissenschaftler Jannis Brinkmann im Auftrag der Otto Brenner Stiftung gekommen ist. Analysiert hat er dafür 1155 Filme aus den Jahren 2016 bis 2022. Das Ergebnis? Insgesamt überwiegen Millennial-Themen für eine großstädtische Bevölkerung. Der ländliche Raum und insbesondere Ostdeutschland kämen in der Berichterstattung kaum vor. Und wenn, dann meist als Problemfall. Statt Wissen über die Gesellschaft, insbesondere Wirtschaft und Politik, zu vermitteln, beschäftigen sich die Formate eher mit lebensweltlichen Fragen Jugendlicher. Noch interessanter als der Inhalt ist indes die Form. Informationsjournalismus komme nämlich gar nicht vor, stattdessen dominiere der New Journalism. Als neuer Journalismus wird dabei eine Form des Journalismus bezeichnet, die vor allem durch Reportagen auf das subjektive Empfinden der Zuschauer zielt. Es geht nicht um trockene Informationen zur Erläuterung von Zusammenhängen, sondern um das Kultivieren von Emotionen. Und das natürlich immer schön einsetzt. Ich hoffe, da kommt jetzt nochmal die nächste so ein Satz, ne? Also, dass das jetzt nicht wirklich die journalistische Leistung ist, die die Leute da bei Funk vollbringen. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, die irgendwie mal an den Normie herangetragen werden müsste. Ich glaube, der ein oder andere hat von der Einseitigkeit noch nicht mitbekommen. Nicht selten springen in den Formaten von Funk zu diesem Zwecke die Journalisten aus ihrer professionellen Rolle und inszenieren sich selbst als Protagonisten. Im Zentrum stehen da nicht mehr objektive Fakten, sondern das Zurschaustellen der eigenen Gefühls- und Meinungswelt oder die anderer betroffener Akteure. Eine sachliche Einordnung eines Themas, etwa durch neutrale Experten, bleibt meist aus. Ich würde mal Folgendes sagen, eine sachliche Einordnung durch, so steht es hier, neutrale Experten, die bleibt immer aus, immer. Das gibt es nicht bei Funk. Sogenannte Experten kommen da recht häufig zu Wort. Das sind dann irgendwelche Leute, die Gender Studies studiert haben oder so. Und die erklären dir dann, warum unsere Straßeninfrastruktur, die dazu gedacht ist, dass da Autos drauf fahren, wieso die frauenfeindlich ist. Die ist frauenfeindlich. Ich kann jetzt hier auf die Schnelle kein, ich habe das gerade gefreestylt, ne? Ich kann jetzt hier auf die Schnelle keinen Beitrag von Funk finden, finde aber direkt einen von Deutschlandfunk Nova. Also öffentlich-rechtliche. Männlichkeitsstrukturen im Alltag. Warum patriarchale Normierung ein Problem ist. Die Welt, in der wir uns bewegen, ist auf Männer ausgelegt. Allein schon, weil sie meist von Männern konzipiert wurde. Egal ob Traktoren, Medikamente, Webstühle oder Software. Das patriarchalische Design schließt dabei Menschen jenseits von Männlichkeitsnormierung aus. Und das ist ein Problem. Eure Öffentlich-Rechtlichen für 18,36 Euro im Monat. Merkwürdigerweise ist Brinkmanns Studie dabei allenthalben als fundamentale Kritik an Funk aufgefasst worden. Aus dessen Studie lässt sich das aber gar nicht ableiten. Vielmehr attestiert er Funk ausdrücklich, Qualitätsmedien eines neuen Typs zu repräsentieren. Das Ziel, junge Menschen journalistisch zu erreichen, dürfte eben mit einer besonderen Ansprache verbunden sein, sagte er hier zu Deutschlandfunk. Es werde mit dem Subjektivismus zwar eine bedenkliche Grenze ausgelotet, diese aber letztlich nicht übertreten. Brinkmanns einzige Kritikpunkte? Ein bisschen mehr Politik und Wirtschaft dürfte es schon sein und auch eine bessere Unterscheidbarkeit von Information und Meinung wäre wünschenswert. Aber Kritik an der Versubjektivierung des Journalismus? Komplette Fehlanzeige. Ja, gut, da haben wir sie dann an den Eiern. Wie ich ja eingangs sagte, die Otto Brenner Stiftung ist letztendlich irgendein woker Karnevalsverein. Die eigentliche Frage wäre denn auch die gewesen.
verdient Journalismus, dem es nicht mehr um die Beschreibung der objektiven Wirklichkeit geht, sondern um das Präsentieren der eigenen subjektiven Empfindungen, überhaupt noch die Bezeichnung Journalismus? Falls ja, gäbe es eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen einem journalistischen Beitrag und dem Auftritt in einer Selbsthilfegruppe. Emotionale Exposition findet schließlich in beiden Fällen statt. Dass Brinkmann sich nicht einmal diese Frage stellen kann, liegt an dessen Begriff von Journalismus. Für ihn ist es nämlich gar nicht die Aufgabe des Journalismus, Wirklichkeit abzubilden. Das hat bei ihm erkenntnistheoretische Gründe. Der Journalismus könne Wirklichkeit nämlich nicht abbilden, sondern nur konstruieren, ist der Wissenschaftler überzeugt. Brinkmanns Studie lag denn folgerichtig auch die Frage zugrunde, wie die Reportageformate von Funk Wirklichkeit konstruieren. Aha, okay, wie konstruieren sie denn Wirklichkeit? Wenn aber auch die Welt des Journalismus eine bloße Konstruktion ist, löst dieser sich im Relativismus auf. Wenn man die Wirklichkeit gar nicht beschreiben kann, fehlt auch jedes Kriterium für wahr und falsch. Und damit ist es plötzlich auch ganz unmöglich, den New Journalism nicht für einen Qualitätsjournalismus neuen Typs zu halten, egal was er tut. Ja, Einspruch meinerseits, eher eine generelle Anmerkung zu dem Thema Wirklichkeit konstruieren und dass das, was Funk da macht, wohl doch irgendwie okay wäre, wenn Funk halb so dezidiert rechts agieren würde, wie sie dezidiert links agieren. Dann verwette ich meine beiden Eier darauf, dass der Herr Brinkmann zum Ergebnis gekommen wäre, dass das eine absolute Vollkatastrophe ist und Funk eingestampft gehört. Brinkmanns Forschungsergebnisse wären dadurch aber durch und durch widersprüchlich. Zwar beklagt er zu geringes Maß an Politik und Wirtschaft in der Berichterstattung auch einen deutlichen Überhang subjektivistischer Erlebniswelten. Aber um das tun zu können, muss er zugleich eine objektive Realität voraussetzen, die er journalistisch zugleich für nicht existent erklärt. Dass die von ihm dennoch anerkannten journalistischen Mängel bei Funk unmittelbare Folge der subjektivistischen Pseudojournalismus sind, bleibt Brinkmann theoretisch verschlossen. Man wird kaum Zweifel daran haben. Beiträge, die sich mit den Erlebniswelten junger Menschen auf subjektive und empfindsame Weise beschäftigen, werden dort auf besonders großes Interesse stoßen. Man muss sich dann nicht durch Berge an Fakten wühlen und die Wirklichkeit zerdenken, um sie zu verstehen. Es reicht hin, nicht die komplizierte Welt, sondern den eigenen Gefühlshaushalt zum Maßstab aller Dinge zu machen. Aber genau deshalb verfehlt der New Journalism beim ÖRR dessen gesetzlichen Auftrag. Man wünschte sich ja ausgerechnet bei den Angeboten der 14- bis 29-Jährigen, dass diese einen Beitrag zur Ausbildung von Urteilsfähigkeit und kritischem Denken leisten würden und sich nicht damit begnügten, Clickbaiting mittels Emotionen zu betreiben. Für bloße Unterhaltung jedenfalls braucht es den ÖRR nicht. Brinkmanns Studie wird daher kaum einen Beitrag leisten, an den bestehenden Missständen irgendetwas zu ändern. Er muss am Ende mit den Wölfen des New Journalism heulen, weil ihm für alles andere die begrifflichen Instrumente fehlen. Es gibt nur einen Trost. Wenn die Wirklichkeit bloß eine Konstruktion sein soll, gilt das freiwillig auch für den Journalismusbegriff von Jannis Brinkmann selbst. Halten wir uns stattdessen lieber weiter an die Wirklichkeit. Ja, was haben wir jetzt gelernt? Gar nichts. Wie ist denn das? Ist Bilanz und Natur, oder wie die Scheiße heißt, ist das, wird das zu Funk? Ja, es gehört zu Funk. Für alle, die hier vielleicht neu sind, also Bilanz und Natur ist ein Funkformat, welches, ich glaube, exklusiv auf Instagram tätig ist. Und was lernen wir da so für unsere 18,36 Euro im Monat? 5 Fakten über Pupse. Dazu dann eine fragwürdige Darstellung einer, ja, weiß ich gar nicht, non-binären Person, die nur Kloake produziert, weil ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Die 5 Fakten kann ich euch jetzt leider nicht vorlesen, weil ich den entsprechenden Beitrag nicht befinde. Das ist hier nur ein Screenshot. Oder hier, Größencheck. Schwanzvergleiche sind üblich, aber bedenklich. Warum? Freunde, ich will es jetzt auch wissen, warum das bedenklich ist. Leider kann ich erneut den Artikel nicht finden, sondern habe hier nur einen Screenshot vorliegen. Ist euch auch schon mal ein Queef rausgerutscht? Da habe ich jetzt konkret mal den ganzen, ich nenne es jetzt mal Artikel. Ein Queef ist ein Furzgeräusch, das aus der Vagina kommt. Der, Katzensymbol, Furz, kann zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr passieren. Denn dabei pumpt der Penis oder ein Sextoy manchmal Luft in die Vagina. Wie das Geräusch dann entsteht? Die Luft, die reingekommen ist, will natürlich auch wieder raus, zum Beispiel beim Stellungswechsel. Wenn die Luft entweicht, kommen die Vulvalippen in Schwingungen. Ein Pupsgeräusch entsteht. Aber kann ich einen Katzenfurz verhindern? Jein. Slow Sex kann helfen. Je langsamer ein Penis oder Toy in die Vagina eindringt, desto weniger Luft wird reingepumpt. Und falls du dich fragst, beim Sex deine Vaginalmuskulatur anzuspannen, bringt nichts, das kann sogar wehtun. Was stattdessen hilft? Humor. Oder ein einfaches, sorry, das war nur meine Vagina. Und weiter geht's. Ja, Freunde, 18,36 Euro. Ja, wenn ich hier auf der Seite mal so lang scrolle, dann sehe ich 4, 5, vielleicht 6 durchaus wiederkehrende Gesichter. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass dieses Format mindestens 4, 5, 6 Menschen in Lohn und Brot setzt. Das heißt, dieser Quatsch wird uns mehrere tausend, vielleicht sogar mehrere 10.000 Euro im Monat kosten. Von unseren Gebührengeldern, weil, weil
weil sonst 14-Jährige nicht wissen, was Squirting ist. 5 Fragen über Squirting. Was ist Squirting? Eine Flüssigkeit tritt durch die Harnröhre Sphenedrüsen aus, auch als weibliche Ejakulation bezeichnet. Viele Studien unterscheiden zwischen weiblicher Ejakulation und Squirting. Warum macht man das? Beschreiben viele als ein Gefühl des Loslassens, absolute Entspannung. Hängt nicht unbedingt mit dem Orgasmus zusammen. Was ist das für eine Flüssigkeit? Kein Urin, sondern Flüssigkeit auf Wasserbasis. Da würde ich direkt mal einen Faktencheck beantragen wollen. Ich glaube auch Urin ist eine Flüssigkeit auf Wasserbasis. Wenn ich raten müsste, besteht Urin zu über 90% aus Wasser. Und wenn ich dann jetzt mal google, dann erfahre ich übrigens, dass Urin zu ungefähr 95% aus Wasser besteht. Ich wiederhole mich, ich weiß, das sind unsere 18,36 € monatlich bei der Arbeit.